Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es um den Aufbau eines sehr, sehr einfachen Transistortesters. Ich habe den hier auf dem Steckbrett aufgesteckt, wie man sieht. Und ich will mal kurz zeigen, wie er funktioniert. Ich habe jetzt hier einen NPN-Transistor BC337. Wenn ich den jetzt hier reinstecke in die Fassung, in die Testfassung sozusagen, dann blinkt die weiße Leuchtdiode. Wenn ich jetzt einen anderen Transistor nehme, einen PNP BC327, dann blinkt hier die blaue Leuchtdiode. Ich kann mit diesem Transistortester auch normale Dioden testen. Wenn ich also hier Diode reinsetze am Kollektor- und Emitteranschluss, dann sieht man jetzt in dieser Richtung, wo die Diode ist, leuchtet die blaue Leuchtdiode. Und wenn ich die Diode umdrehe, dann leuchtet hier die weiße Leuchtdiode. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie funktioniert das Ganze und was ist die Idee dahinter? Wie man ja gesehen hat, zeigt ja das Blinken der Leuchtdiode nur an, dass ja offenbar der Transistor irgendwie in Ordnung ist. Also wenn man jetzt hier, wie gesagt, ein NPN reinsetzt, dann leuchtet die weiße Leuchtdiode. Es gibt also keine Anzeige über den Stromverstärkungsfaktor oder die Pinbelegung oder sonst irgendwas. Und um das zu erklären, habe ich hier mal was aufgezeichnet und die macht die Sache dann hoffentlich etwas verständlicher. Um eine Leuchtdiode über einen Transistor schalten zu können, verwendet man diesen eben als Schalter. Ich habe hier mal die beiden Varianten aufgezeichnet. Einmal hier die Variante mit einem PNP-Transistor und einmal hier mit einem NPN-Transistor. Man sieht hier, der PNP-Transistor, der Emitter geht an Plus. Und hier kommt das Eingangssignal an. Irgendwie ein ganz niederfrequentes Signal, 1-2 Hertz, sodass man dann eben sieht, dass die Leuchtdiode eben an- und ausgeht. Der Transistor hier schaltet ja durch, wenn hier Ground sozusagen ist und er sperrt, wenn er auf Plus liegt hier, dieser Puls. Also er schaltet den hier dann die Leuchtdiode ein und aus. Hier auf der anderen Seite ist das gleiche dargestellt mit dem NPN-Transistor. Da ist allerdings so, dass der Emitter hier auf Ground liegt und das Eingangssignal, das ist eben auf Plus oder auf Ground und bei Plus leitet der Transistor, Leuchtdiode geht dann an und bei Ground sperrt der Transistor und die Leuchtdiode geht aus. Man könnte natürlich jetzt so einen Transistortester aufbauen, aber man müsste praktisch zwei Sockel verwenden, nämlich einen Sockel für einen PNP-Transistor und einen Sockel für einen NPN-Transistor. In der Schaltung, die ich gezeigt habe, war es ja so, ich habe entweder einen NPN oder einen PNP-Transistor eingesetzt und die Schaltung hat sozusagen erkannt, was es für ein Typ ist. Und da gibt es einen kleinen Trick, wie man das hinkriegt. Die Idee dabei ist nämlich, dass man hier zwischen Kollektor und Emitter oder von dort oben bis dort unten ein Wechselsignal hat, was die Polarität ändert, relativ schnell. Und in Abhängigkeit davon wird auch noch ein zweites Signal erzeugt, was sehr niederfrequent ist, eben 1 bis 3 Hertz. Und das schaltet dann eben entsprechend eines NPN oder PNP-Transistors den Transistor durch und entsprechend der positiven oder negativen Spannung, die jetzt hier anliegt, wird dann entweder diese Leuchtdiode blinken oder die andere Leuchtdiode. Und die Schaltung im Detail mit dem NE556 zeige ich jetzt. In der Schaltung, die ich entworfen habe, wird ja ein NE556 verwendet. Dieser beinhaltet ja zwei NE555 und beide dieser NE555 werden als Rechteckgeneratoren eingesetzt. Also der obere taktet hier mit 3 Hertz und der untere ungefähr mit 300 bis 500 Hertz. Und jetzt ist es so, dass dieses Signal und dieses Signal immer entgegengesetzt sind. Das heißt, wenn hier ein logisches High ist, ist hier ein logisches Null. Und man kann sich ja vorstellen, mit 300 Hertz wechselt das hier immer hin und her. Und jetzt ist es so, nehmen wir mal an, es ist ein NPN-Transistor hier oben drin. Dann kann der eigentlich nur leiten, wenn hier was Positives ist und da was Negatives. Hier ist der Emitter. Ja, also wenn hier was Positives ist und hier was Negatives ist, dann kann er leiten, weil er nämlich dann über dieses Positive hier in diesem Bereich über den Transistor hier angesteuert wird. Also mit diesen 3 Hertz dann. Dadurch, dass es sehr schnell geht und hier nur 3 Hertz sind, ist es so, dass der Transistor eigentlich nicht wirklich ein- und ausgeschaltet wird, sondern er wird natürlich eingeschaltet, aber dann geht er sozusagen im 300 Hertz, wird er ein- und ausgeschaltet, weil eben das hier auch wechselt. Das sieht man aber natürlich nicht. Also wenn, nochmal, wenn der NPN-Transistor drin ist, dann ist hier, muss hier ein positives Signal sein.
damit er nämlich, wenn der hier einschaltet, auch das positive Signal bekommt und dann leuchtet eben hier diese Leuchtdiode, die untere. Ich habe sie jetzt blau genannt, das ist wahrscheinlich falsch jetzt von der Schaltung, die ich aufgebaut habe, aber egal. Und wenn PNP-Transistor ist, ist es genau umgekehrt und das ist eigentlich die Idee dabei. Mit der Schaltung können ja auch Dioden getestet werden und die Diode, die wird hier praktisch eingesetzt. Ich zeichne sie mal einfach in dieser Richtung. Das wäre also jetzt eine Diode an der Test, DUT. Und die wird leitend, wenn natürlich hier was Positives ist. Das heißt also, wenn hier was Positives ist, dann wird sie leitend und dann leuchtet eben die blaue Leuchtdiode und die geht ihren Weg, der Strom. Und wenn es umdreht, dann sperrt die natürlich und dann leuchtet sie nicht. Das heißt also, auch diese Leuchtdiode wird dann eigentlich so mit 300 bis 500 Hertz getaktet und die Leuchtdiode flimmert dann sozusagen, wobei man das Flimmern bei 300 Hertz ja gar nicht mehr sieht. Man kann mit diesem Transistortester auch MOSFETs testen. Ich habe hier mal einen eingesetzt. Also die Aussagekraft ist natürlich sehr beschränkt hier. Das erste, was man sieht, ist eine Leuchtdiode, ist Dauer an, weil natürlich der MOSFET intern zwischen Drain und Source eine Diode hat. Und diese blinkt, das heißt, er schaltet dann auch dann entsprechend durch. Bei Leistungstransistoren sieht es etwas anders aus. Das funktioniert nicht ganz so gut wie bei normalen Bipolartransistoren. Ich packe den mal hier rein. Man sieht so ein bisschen hier das Flackern. Also, weiß nicht, in der Kamera sieht man es. Ja doch, jetzt sieht man es. Da flackert es so ein bisschen. Das heißt, er schaltet da auch so hin und her. Ja, das ist natürlich jetzt auch keine große Aussage über die Funktionsfähigkeit des Transistors. Es ist eben ein einfacher Transistortester. Er hat aber natürlich den Vorteil, man braucht keinen Mikrocontroller, der ist sehr billig. Also ich habe mal geguckt, der NE556 kostet 27 Cent oder so. Also alle Bauteile, die jetzt man hier sieht, kosten weniger als 2 Euro. Er ist sehr einfach eben aufgebaut. Man kann Dioden, Transistoren ganz normal testen, also Standardbauteile, Kleinsignaltransistoren, ein bisschen MOSFETs kann man testen. Ja, Nachteil ist natürlich, man hat jetzt keine detaillierte Angabe über Stromverstärkungsfaktor oder irgend sowas. Ja, aber das war's zu diesem Thema mal. Wenn jemand Lust hat, das Ding aufzubauen, kann das gerne tun. Mir auch Feedback natürlich geben. Und das war's mal wieder und weiterhin viel Spaß und tschüss.